Die haben mir gestern angerufen, 90er Jahre, und gesagt, sie wollen das Konzept zurück. Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Episode Manager Differently, heute mit der Nummer 13 und ich rede heute über IPMA-Zertifizierung oder Nutzen von IPMA. Was ist IPMA? IPMA ist eine Zertifizierung, die man als Projektmanager machen kann. Da gibt es verschiedene Level, das fängt beim A an und hört beim D auf. A ist die höchste Version davon. Das ist mehr so für Portfolio Management, dann das B ist Senior Project Manager, das C ist der Professional und D ist, so viel ich weiß, der Assistant. Ich habe im 2015 im Rahmen von meiner Masterarbeit bzw. von meinem Masterstudiengang habe ich ein CAS in Projektmanagement gemacht und mir hat dort parallel zum CAS eine IPMA-Zertifizierung machen. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt für die IPMA-Zertifizierung entschieden, obwohl es ein erheblicher Mehraufwand war, weil ich einfach festgestellt habe, dass der Arbeitsmarkt, je länger sie mehr, immer nach solchen Zertifizierungen fragt. Also das ist nicht nur im Projektmanagement so, oder es gibt andere Bereiche, im Requirements Engineering und so weiter und so fort. Oder wenn man agile Teams anschaut, dort werden in der Regel Zertifikate gefordert, ein Scrum Master, ein Product Owner und wie sie alle heissen. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt für das B entschieden. Also bis dahin habe ich eigentlich genug Erfahrung können sammeln und auch genug grosse und komplexe Projekte können führen, dass es für eine Level B Zertifizierung gelangt hat. Und ich habe im 2015 die können erfolgreich abschließen. Warum rede ich heute über IPMA-Zertifizierung? Ich habe jetzt im 2020 mich müssen rezertifizieren lassen. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, das ist vielleicht ein gutes Thema, das ich hier auch mal in einem Videopodcast bringen kann. Weil es gibt doch verschiedene Zertifizierungsarten und ich denke, es ist gut, wenn man mal darüber redet, was bringen die eigentlich? Haben sie irgendeinen Nutzen oder kann man sich sparen? Und meine Konklusion daraus ist, sie bringen etwas. Das muss ich jetzt natürlich sagen, oder weil ich habe natürlich die Zertifizierungen gemacht und ich habe aber selber sehr viel lernen können. Jetzt gibt es gewisse markante Unterschiede, wie die Zertifizierungen aufgebaut sind. Also ich habe jetzt IPMA-Zertifizierung als erstes gemacht und zu einem späteren Zeitpunkt habe ich agile Zertifizierungen nachgeholt. Also den Product Owner habe ich nachher gemacht und ich habe den Safe Agilist gemacht. Also Safe Agilist ist Safe ist Scaled Agile Framework. Also wenn man so will, ist das eigentlich ein Scrum-Team auf X-Scrum-Team aufskaliert. Der IPMA ist wasserfalllastig, also wirklich sehr, sehr, sehr wasserfalllastig. Also bei der Zertifizierung hatte ich rechte Probleme, weil es sind doch gewisse Dokumente gefordert worden, die man in einer agilen Softwareabwicklung nicht hat. Also dort musste ich improvisieren oder wie kann ich der IPMA beweisen, dass ich über die Kompetenzen verfüge, damit ich nachher zertifiziert werden kann. Oder? Und jetzt stellen sich natürlich gewisse Fragen, ja, aber wieso macht er eine Wasserfallzertifizierung, wenn doch heute eigentlich Softwareprojekte hauptsächlich agil abgewickelt werden? Aus meiner Sicht gibt es einen sehr grossen Vorteil bei der IPMA-Zertifizierung. Auch wenn man die Zertifizierung nicht macht, verfügt die IPMA oder besteht IPMA auf einem Kompetenzenkatalog. Und der Kompetenzenkatalog, wenn man da durchschaut, sind das echt die gleichen Kompetenzen, die ich auch als beispielsweise Product Owner muss beherrschen. Also wir reden von Skills. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich in der agilen Welt komplett vermisse. Also wenn ich eine Product Owner Zertifizierung mache, also die ich gemacht habe, die ist 2 Tage gegangen.
Und dort haben wir so ein bisschen das Backlog strukturiert. Wir haben so ein bisschen beschrieben, wie man eine Story macht, wie der Sprint abläuft. Ja, also recht rudimentär. Ich will es jetzt nicht schlecht reden. Also es war einfach wirklich recht rudimentär gewesen, wie man das macht. Oder? Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen, oder? Ich habe mir dort viel mehr daraus erhofft. Bei SAFe beispielsweise habe ich nachher wieder viel mehr gelernt. Oder dort habe ich zum Beispiel die Methode vom Weightest Shortest Job, also das ist abgekürzt WSJF, gelernt. Das ist eine Methode, wo man ein Backlog in eine Reihenfolge bringen kann. Dort wird das Business sehr stark involviert. Also es ist ein Werkzeug, das ich habe bekommen, das extrem mächtig ist. Und dort habe ich wiederum viel mehr daraus können ziehen für mein tägliches Geschäft, also das, was ich tagtäglich mache, Projekt führen, irgendwo ein Team führen und so weiter und so fort. Und beim Scrum bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber kommen wir zurück zum IPMA. IPMA basiert auf einem Kompetenzmodell und die wollen jetzt zum Beispiel wissen, wenn man sich zertifizieren lässt, wie hast du deine Stakeholder gemanagt? Wie hast du Risiken abgeschätzt? Wie bist du mit Controlling und Finance umgegangen? Oder du hast irgendwie ein Budget, wie bist du mit dem umgegangen? Und diese Fragen werden bei Scrum nicht gestellt. Und wenn ich jetzt schaue, was ein Product Owner muss können, der muss können Stakeholder managen, der muss können Risiken abschätzen, der muss vielleicht auch ein Budget haben, oder vielleicht heisst es, du hast im Jahr x-tausend Franken oder vielleicht sogar du hast 2-3 Millionen zur Verfügung und wir erwarten von dir Ende Jahr das. Also muss der mit dem entsprechenden Ressourceneinsatz, mit Software und so weiter, muss der einfach Geschäfte führen oder Geschäfte. Und wenn man die Kompetenzen sich nie angeeignet hat oder gar nie die Möglichkeit hatte, sich die Kompetenzen anzueignen, dann wird es schwierig. Und das ist etwas, was ich jetzt beim IPMA wirklich einen grossen Vorteil finden. Also man muss beweisen, dass man über die Kompetenzen verfügt. Das Gleiche mit dem Risikomanagement oder ich muss verstehen, was ist eine Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Risiko und was ist eine Auswirkung. Und aufgrund dessen muss ich nachher entsprechend auch meinen Backlog können managen. Und das ist so ein bisschen der Vorteil, den ich jetzt bei der IPMA-Zertifizierung sehe, hat aber auch Nachteile, weil sie eben sehr wasserfalllastig ist. Der VZPM, das ist der Verein, der in der Schweiz die IPMA-Zertifizierungen durchführt und sie haben sich jetzt dort weiterentwickelt. Also es gibt jetzt so agile Zertifizierungen. Ich habe mich ehrlicherweise noch gar nicht mit denen auseinandergesetzt. Das ist jetzt etwas, was ich dieses Jahr mal in Angriff nehmen will. Aber es ist völlig veraltet, wie IPMA ist. Oder also ich meine, 1990, die haben mir gestern angerufen, 90er Jahre, und gesagt, sie wollen das Konzept zurück. Oder also es ist wirklich veraltet. Oder ich meine, heute werden Kenner oder die wenigsten Softwareprojekte werden noch nach Wasserfall abgewickelt. Also das ist vielleicht in der Bundes... beim Bund ist das vielleicht noch so, oder, wo man nach Hermes tut, Projekte abwickeln, oder, wo nachher zuerst kommt das Konzept, und nachher, nicht, zuerst kommt das Vorkonzept, nachher kommt das Konzept, und nachher wird umgesetzt, nachher wird geprüft, und nachher wird der Live-Gang. Oder? Und ich will das nicht schlecht reden. Ich meine, so kann man Projekte abwickeln. Es zeigt einfach, dass das heute nicht mehr effizient ist. Papier ist sehr geduldig und der Köderkübel ist noch geduldiger, wenn man das so machen will. Aber der IPMA an und für sich im Bereich der Skills und der Kompetenzen ist es eine gute Zertifizierung, aber ich würde das nicht mehr aus Leitfaden nehmen, wie dass man ein Projekt abwickeln muss. Und wie ich vorher schon gesagt habe, hat sich der VZPM dort in die richtige Richtung bewegt. Darum ist es, also die Konklusion daraus ist, für mich reicht es nicht, wenn man einfach nur eine Product Owner Zertifizierung macht und nachher ist man Product Owner. Es reicht nicht, wenn man einfach einen Scrum Master gemacht hat, sondern die Leute müssen über verschiedene Skills verfügen. Und eine Product Owner Zertifizierung hat aus meiner Sicht nicht den gleichen Stellenwert wie eine IPMA-Zertifizierung, weil der IPMA halt einfach wirklich auf Skills eingeht und man muss beweisen, dass man die beherrscht. Ich komme nochmal auf das Stakeholder-Management sprechen. Wenn ich als Product Owner meine Stakeholder nicht weiss, wie managen,
sie vielleicht sogar strukturieren. Welchen Stakeholder muss ich permanent involvieren, welchen muss ich periodisch involvieren, welchen muss ich nur informieren und welchen Stakeholder kann mir egal sein, wenn ich nicht einmal das verstehe, wie man das macht oder wie man das System aufbauen kann beispielsweise. Dann wird es schwierig als Product Owner, die Stakeholder zu managen. Oder? Und es gibt jetzt vielleicht viele Leute, die können das einfach so aus dem FF-Buch raus und so weiter. Und das mag gut sein. Aber nur mit einer Product Owner Zertifizierung ist der Beweis nicht da, dass man das kann. Und ich sehe halt einfach dort den Vorteil, wirklich, dass halt einfach ein Kompetenzmodell dahinter ist, wo das abfragt und man muss belegen, dass man das hat können. Und darum finde ich das besser. Ich hoffe, dass ich im Bereich von IPMA-Zertifizierung, aber auch andere Zertifizierungen ein bisschen können, mehr erzählen, also dass ihr etwas können mitnehmen hier daraus raus. Das ist natürlich meine persönliche Meinung, die ich hier wiedergebe. Nichtsdestotrotz, falls ihr Feedback habt zum Thema, bin ich natürlich offen für das. Ihr findet mich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen, auf YouTube und auf Vimeo. Und hoffe, dass ihr gesund bleibt und bis gleich. Tschüss zusammen.